Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Moco Motorrad Kanal. Endlich steht mal wieder der Hübsche vor der Kamera und nicht immer der Dominik. So langweilig. Nee, Spaß. Es geht heute mal wieder um MyTech. Ging es jetzt schon lange nicht mehr. Es gibt News von MyTech. Wir zeigen euch die mal an dieser BMW R1200 GS, die wir von unserem lieben eigentlich Nachbarn hier im Ort, der selber ein MyTech Koffersystem fährt, geliehen haben. Bis gleich. Jetzt haben wir keinen Strohhalm. Oder hast du einen Meterstab? Scheiße. Sieh mal, ja. Hast du einen Meterstab gerade zur Hand? Hier sind wir wieder. Und zwar, wie gesagt, neues Produkt. Wer ein ganz aufmerksamer Beobachter ist, dem ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, hier steht was, das kannten wir bis jetzt noch nicht, beziehungsweise kennen wir noch nicht von MyTech. Und das sind die Soft X Satteltaschen, Hecktaschen, kann man nennen, wie man will. Bloß mal vorab, wenn ihr die bestellt, bekommt ihr die so geliefert. Sehen dann so aus, also quasi sind einfach nur in der Folie drin. Ich habe jetzt hier mal eine ausgepackt für euch. Die Taschen haben ein Volumen von 34 Liter, obwohl natürlich die Frage ist, man kann es ein bisschen variieren, je nachdem, wie weit man sie oben auf- oder zulässt. Dominik, komm mal ein bisschen her bitte, dann können wir uns das einmal ein bisschen von der Nähe anschauen. Wir haben hier eine Tasche, die würde ich jetzt erstmal einfach ausmessen von der Breite. Von der Breite haben wir hier ein Maß von 44,5, würde ich sagen. Von der Tiefe, wie gesagt, es sind Softtaschen, von daher ist man da natürlich auch ein bisschen flexibler. Je nachdem geht da natürlich immer noch mehr. Sind wir bei 19 bis 20 eigentlich. 19,5. Von der Höhe, wie gerade eben angesprochen, wir sind da relativ flexibel. Wenn man sie jetzt normalerweise bzw. normal geschlossen hat, so wie hier, sind wir bei einer Packhöhe, also wirklich ein Packraum, den ich effektiv nutzen kann, von circa, möchte ich sagen, 23 cm. Obwohl, eher 24 cm. Die Tasche an sich ist relativ leicht, die hat 700 Gramm ungefähr und ist mit diversen Sachen eigentlich ausgestattet. Wir haben hier einen ganz coolen Verschluss an der Oberseite, der quasi den Deckel hält. Den ziehen wir einmal bloß so raus, zack, und dann ist er geöffnet. Und genauso schnappen die quasi wieder durch einen integrierten Magneten ein. Der Griff oben zum Tragen ist hier auch aus Metall gemacht, nochmal schön mit dem MyTech-Logo eingraviert. Dann schauen wir einmal hier innen rein. Was haben wir innen drin alles? Wir haben hier jede Menge Möglichkeiten, um wirklich Sachen schön zu... Das machen wir eher, glaube ich, da am Boden, oder? Das ist wahrscheinlich fast gescheiter. Um hier Sachen schön zu verstauen. Und zwar haben wir hier einmal, das ist auch alles herausnehmbar. Wir können das einmal so herausnehmen, dann sehen wir hier, wir haben einfach eine ganz simple Laptop-Tasche, wie man sie braucht. Da packe ich meinen Laptop rein, dann ist der schon mal schön aufgeräumt. Innen drin habt ihr dann noch einen Tragegurt mit dabei, den ihr logischerweise nutzen könnt, wenn ihr die Satteltaschen einfach nehmen wollt, wegtragen wollt. Dann habe ich natürlich hier ein Teil mit drin, was dazu beiträgt, dass einfach die Tasche ihre Form hält. Und hier haben wir, wie es aussieht, noch ein italienisches Haar. Bei uns ist es übrigens sehr warm hier drin, also nicht wundern, falls ich ein wenig schwitze. Wir haben heute, glaube ich, 33 oder 34 Grad draußen, also es ist echt heiß. Genau, letztendlich, wie läuft die ganze Befestigung ab? Das ist natürlich auch das ganz Wichtige für euch. Die Taschen können natürlich universal befestigt werden, also zur Befestigung werden hier diese Gurte genutzt, die quasi einmal um den Träger dann quasi gespannt werden. Wir haben hier einen dünneren Gurt, da kann ich euch auch da mal das Maß sagen, und haben jeweils oben quasi einen breiteren Gurt.
Wer diesen Abstand wissen möchte, der bekommt ihn jetzt, was quasi diese Gurte zueinander haben, dass man es quasi auch universal befestigen könnte, ohne die MyTech Kofferträger. Wir sind hier von Gurtende zu Gurtanfang bei ja, 13,5, würde ich sagen. Oben der Gurt hat eine Breite von 4, der untere Gurt hat eine Breite von 2,5. Genau. Wie lässt sich das Ganze jetzt bei MyTech befestigen? Bei MyTech könnt ihr das Ganze befestigen, wenn ihr schon, wie der liebe Lucky, einen MyTech-Kofferträger habt. Dann ist es nämlich ganz, ganz simpel, weil dann könnt ihr euch diese Platten holen. Das sind Platten aus Aluminium. Ihr habt hier auch auf der Rückseite das euch bekannte Schließsystem, wie ihr bei den Model X oder Superleggera-Koffern habt, und könnt einfach nur, wenn ihr euren Rahmen montiert habt, die so draufschnappen. Das war's. Ganz normal, wie ihr es auch von euren Model X Motorradkoffern kennt. Das ist dasselbe Prinzip, kein Unterschied. Wenn ihr jetzt allerdings die Koffer fahren wollt, ach ja, auf der Auspuffseite mit dem Ausschnitt haben wir das natürlich auch. Sieht halt dann so aus. Genau. Wenn ihr die fahren wollt, dann ist es allerdings sinnvoll, die Taschen zuerst drauf zu machen. Ist aber grundsätzlich wirklich ganz, ganz simpel. Ihr nehmt die Tasche, öffnet hier einmal logischerweise diese Verschlüsse, fädelt einmal hier durch, zu, fädelt einmal unten durch, zu. Dann geht es hier weiter. Ich wüsste, wo er ist, also. Einmal durchfädeln, verschließen. Hier haben wir übrigens ein Zahlenschloss. Also hier könnt ihr quasi euren Code hinterlegen, dass die Tasche nicht einfach vom Träger entfernt werden kann. Dann zieht ihr die natürlich einfach fest mit diesen Schlaufen. Wir haben sie jetzt schon relativ fest gemacht, weil die davor schon drauf waren. Jeder kennt das Prinzip, muss man jetzt, denke ich, keinem erklären. Zum Verschluss wird die natürlich einfach so eingerollt. Man kann sie an der Seite einhaken, je nachdem, wie man Lust hätte. Man hätte diese Hakenverschlüsse, dann legt man den hier einmal drüber. Zack, und dann schnappen die da sofort ein. Dann kann ich die auch ganz entspannt so nehmen. Also rein theoretisch muss ich meine Tasche nicht mal wegmachen. Genau, und dann habe ich quasi einmal diese Tasche so da drauf. Da es immer ein bisschen blöde aussieht, wenn die natürlich komplett leer ist, habe ich vorgesorgt. Wir werden die jetzt einmal ein bisschen befüllen. Ich habe jetzt ganz einfaches Verpackungsmaterial geholt. Ach übrigens, diese, weil das Gewicht immer ein Thema ist, die Platte, wo die Soft-X-Tasche drauf gemacht wird, also die Platte, die direkt auf den Motorradträger draufkommt, da wiegt die Nicht-Auspuffseite 1,1 Kilo und die Auspuffseite mit diesem Ausschnitt drin ungefähr 1,4 Kilo. Also die sind wirklich relativ leicht. Jetzt stopfen wir das hier einmal bloß so schön ein bisschen aus. Dass man wirklich das Ganze auch in der Handhabung sieht, wenn es befüllt wäre. So, dann wird das Ganze einmal hier runtergerollt. Wir machen es einmal hier zu, ziehen das Ganze fest. Ganz problemlos. Genau. Und das wäre es grundsätzlich gewesen. Ach, natürlich, die Taschen sind natürlich wasserdicht. Also vorausgesetzt, dass da oben ist immer anständig verschlossen, sind diese Taschen natürlich wasserdicht. Da kommt nichts durch. Wir finden es eigentlich ein sehr cooles Produkt, weil natürlich die Satteltaschen oder Hecktaschen immer mehr aktuell im Kommen sind. Jeder will sie haben, haben natürlich diverse Vorteile gegenüber einem Alu-Koffer, aber auch Nachteile, muss man auch ganz klipp und klar sagen. Also wenn ich natürlich damit auf die Seite falle,
muss ja kein schlimmer Sturz sein, bloß einmal irgendwie umkippen, dann ist natürlich, wenn ich da Handy oder vielleicht doch mein Laptop oder was auch immer drin habe, kann es natürlich passieren, dass der kaputt wird. Das Problem habe ich ja bei Alukoffern logischerweise nicht. Aber dafür kann ich halt hier auch nirgendwo richtig hängen bleiben, beziehungsweise speziell im Offroad-Einsatz, wenn ich sage, es ist normal, dass ich mein Motorrad auf die Seite schmeiße, habe ich halt da einfach den Vorteil, die verformen sich, die geben nach, aber sie werden nicht kaputt gehen. Außer es läuft jetzt ganz, ganz blöd. Genau, das waren eigentlich, war soweit alles zu den neuen Satteltaschen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ihr bei uns im Shop seid unter mytech-motorrad.de, könnt ihr einfach ins Suchfeld soft-x eingeben, dann kommen diese Taschen sofort raus und dann kommt ihr zu einem Auswahlfenster. Da habt ihr zwei Möglichkeiten, eigentlich drei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal nur diese Taschen wählen. Dann könnt ihr für die, die schon einen Mytech-Träger haben, also wer einen Model X oder Superleggera Kofferträger von Mytech hat, mit diesem Schnappsystem, auch Pushblock-System genannt, kann diese Träger ohne Probleme montieren. Ganz, ganz wichtig. Also dann braucht ihr das nicht mehr. Dann könnt ihr allerdings die zweite Möglichkeit noch wählen, dass ihr eben diese Halteplatten im Set mitgeliefert bekommt. Und die dritte Möglichkeit ist dann noch, ihr wählt euer Motorradmodell aus. Das braucht ihr, wenn ihr noch gar keinen Model X Schrägstrich Superleggera Kofferträger habt. Also wenn ihr noch nichts an eurem Motorrad von Mytech, was Koffer betrifft, montiert habt, braucht ihr quasi diesen Kofferträger mit dazu. Ansonsten funktioniert es nicht. Es sei denn, ihr habt einen anderen Universalträger, an dem ihr quasi diese Verschlüsse hier befestigen könnt. Genau, ich denke im Großen und Ganzen war es das soweit. Wir freuen uns darauf. Wir finden es cool, wir werden es auch selber testen. Und sobald sich da was Neues ergibt, melden wir uns. Bis denne. Tschüss.